Recht herzlich willkommen zur 111. Folge von Simotrans. Ja, der Michael hat mir zum Glück geschrieben und der hat gesagt, ich sollte mal meine Bushaltestellen ganz schnell nachgucken, die dann nur noch Briefkästen sind, so wie man es hier oben auch sehr schön sieht. Da kann leider keiner mehr Dingens hier, sag schon, einsteigen per Bus, sondern ich habe gedacht, dieses rote Schild hier drüber wäre eine Bushaltestelle kombiniert mit einem Postkasten, aber dem war wohl nicht so. Deswegen fahren unsere Busse auch so wunderbar leer jetzt hier, glaube ich, durch die Gegend. Ne? Wir gucken mal gerade einen hier an, wenn er vorbeikommt. Ja, der hat keinen, ne? So, das bedeutet, wir müssen schnellstens zusehen, dass wir da noch die Bushaltestellen dabei kriegen. Naja, manches Mal ist das ja ganz einfach, indem man einfach daneben eine setzt. Sollte dann wieder funktionieren, ne? Weil das ja ein großes Ereignis dann ist sozusagen. Und manche Stellen müssen wir dann gleich reparieren, indem wir dann dort die Bushaltestellen halt so machen. Diagonal geht ja zum Glück auch. So wie hier jetzt. Und da auch. Und hier unten haben wir noch eine davor. Hier oben ist das bei dem Schloss dann halt nicht möglich, weil wir da nur Kurven haben. Da müssen wir sie gerade verlängern. Kriegen wir aber auch hin, indem wir einfach da weitermachen. Und dann die Bushaltestelle dahinter setzen. Ne? So, jetzt müssen wir nur gucken. Er hat ja sogar keine mehr. Die Lupe mal gerade auf. Schauen wir mal gerade rein. Hier ist keiner. Das ist ja klar, weil der da gerade war. Gibt es irgendwo denn jemanden, der da steht? Da ist ein Sack Post. Und hier ist ein Sack Post zweimal. Könnte natürlich jetzt auch sein, weil wir das gerade erst gemacht haben und wir haben auch keine Stadt in unserer Stadt angebunden. Das fehlt ja jetzt auch noch. Hier steht unser erster Passagier. Alles gut also. So, den machen wir mal zu. Der Postwagen ist schneller. Cool. So, Sackpost. Da gerade abgeholt. Da unten auch. Gehen wir mal zu Sonderhausen oder nach Sonderhausen. Und brauchen da nochmal die Bushaltestellen, die wir dann dahinter bauen. Und da. Und dort. Dann haben wir das in Sonderhausen auch schon erledigt. Und dann nach Floto. Da haben wir nämlich das gleiche Problem noch geschaffen. Da. Ja, ups, da war die falsche Taste bei. Hier haben wir dieses Problem dann natürlich auch. Mit der Straße. Müssen wir einfach einen hier verlängern und setzen dann die Bushaltestelle dahinter. Hier machen wir es einfach diagonal dazu. Da war es schon, ne? Genau. Und hier auch diagonal dazu. Hier geht's daneben, hier diagonal und da auch diagonal, fertig. So, dann haben wir das mit den Bushaltestellen wieder im Griff. Hier stehen Passagiere, da stehen Passagiere, dort auch und dort auch. Also, läuft wieder. Gut, nochmal danke an den Michael, dem das aufgefallen war. Gut, dann haben wir die Bushaltestellen. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Hatten wir, glaube ich, wieder das falsche Tästchen gedrückt. Hatten gesagt, wir wollen dann hier hochfahren, von hier nach Riedenburg und ein Postschiff transportieren lassen, ne? Oder Waldeck nochmal angucken. Das war ja auch noch so eine Sache, ne? Ein bisschen rauszoomen vielleicht. Die haben hier natürlich nur 6 Stellen, hatten wir gesagt, ne? 6 Haltestellen, ja. Hier schon ein Riesengebäude. 2 Postaufkommen. So, dann müssten wir da überlegen, dass wir das da auch noch machen. Und dann ja, war die Überlegung halt, den Postbulli bis nach Floto fahren zu lassen, ne? Der die Post dann da durch die Gegend fährt. Der Briefkasten war da. Und hier ist es natürlich beides, ne? Rostocker Tor. Kann man das da auch hinbauen? Aber das sieht dann doof aus, oder? Wenn das überall ist, ne? Also hier wird's gehen, ne? Aber wenn das an jeder Bushaltestelle machst, ist das auch nicht so dolle, oder? Ne, das gefällt mir dann nämlich nicht. Hätte man zum Beispiel an den Stellen machen können, wo nur
bautechnisch das nicht geht, ne? Nee, das machen wir dann da lieber so. Da geht's ja so. Hier geht das auch so. Und da geht's auch so. Sind immer noch eine Bushaltestelle jeweils dann, ne? Genau. Passt so. Jetzt brauchen wir hier noch einen Postbulli. Jetzt müsste man gerade gucken. Ne, für den müssen wir, glaube ich, eine neue Route dann machen, weil der Postbus... Da weiß ich jetzt gar nicht, wo der hinfährt, ne? Gucken wir uns die Linie gerade an. Stadtbus Waldeck. Sind Zweier drauf. Aber die haben nicht gerade viel Passagiere dabei, ne? Sechs Passagiere. Ja, gibt's Passagiere Linie. Waldeck, Waldeck. Ja, da muss noch ein Verbindungsbus irgendwo sein dann. Das bedeutet, wir machen für Waldeck ein eigenes Fahrzeug und dann nehmen wir aber einen großen. Und der kriegt einen Fahrplan, den wir dann selbst erstellen. Warte mal, dann machen wir das aber, dass wir hier oben erst starten. Und wir starten auch oben am zentralen Punkt und fahren dann hier runter. So, da, da, dort und dann nach da, da. Ja, besser ist es. Warte, nee, den letzten. Wie sind wir denn? Libellenstraße? Ah, da ist es, der muss noch weg, der unterste, ne? Genau. Nicht einfügen, löschen war angesagt. Und dann machen wir hier eine Rückfahrkarte, dann passt das ja. Dann ist das eine neue Linie. Die neue Linie heißt jetzt Post Waldeck. Schließen. Post Waldeck geht und starten. So. Und dann haben wir da gerade noch zwei weitere Linien gesehen, die da eingetragen. Ne, war nur eine. Die kann dann gelöscht werden. Oder? Floto? Sonderhausen? Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist eine Linie, aber da ist kein Fahrzeug drauf. Das ist da oben. Sonderhausen. Da fährt jeweils den Postkasten an. Ja, da müssen wir mal gerade gucken, ob wir die Post irgendwo finden. Das muss diese Linie sein dann, ne? Ja, die wird wohl identisch sein. Das heißt, wir können die Linie löschen. Passt dann wohl. Gut. Eben haben wir das Fahrzeug losgelassen, ne? Wer ist das hier eigentlich? Touristenattraktion. Oh, da gibt es genug Post. Das ist ja schon mal schön. So, wir fahren jetzt die Waldecker Post nach hier oben. Das heißt, die können auch nach Lautern-Sonderhausen und ja, Lautern-Sonderhausen weiter transportiert werden, ne? Hier sind Passagiere drin, das passt also auch. Und hier haben wir Passagiere genauso wie Post läuft. Jetzt haben wir das wieder gerade gezogen, ne? Gut, okay. Hier stehen nur Passagiere, keine Post. Ja, dann müsste man überlegen, ob man dann übers Wasser die Post transportiert, nach Riedenburg oder nach Döbeln. Aber ich glaube, wir gucken erstmal nach, dass wir das andere so weit so ein bisschen haben, ne? Erstmal hier nach. Also hier würde es mich mal interessieren, wie viel stehen jetzt hier? 2 und 6, okay. Post ist mehr wie Passagiere. Alles klar.
Die Stadt ist aber auch noch im Rahmen. Das war nämlich das, was ich gerade geschaut habe. Gehen wir mal auf die Karte. Gucken wir uns Döbeln an. Oh. Hier haben wir einen leichten Stau. Den sollten wir vielleicht mal als erstes beheben. Irgendwelche Fahrzeuge stehen hier zu viele. Was will er denn hier mitnehmen? Milch. Es gibt hier keine Milch. Da stellt sich die Frage. Warum kommt hier keine Milch an? Oder ist das Milchschiff nur so langsam? Das waren Passagiere. Südfrüchte. Gibt es da noch ein Schiff? Wohl ja. Und da ist die Milch. Der Markt hat wahrscheinlich genug Milch. Das wird unser Problem sein. Gut, das bedeutet, wir gehen da runter. Und schicken jetzt erstmal irgendwelche Milch-LKWs weg. Tendiere zu dem da. Zum Depot. Hoffen, dass die anderen dann fahren können. Da kommt jetzt ein LKW. Was bringt der oder macht der? Ja, da sieht's genauso aus. Und da kommen die Busse jetzt nicht durch, ne? Zum Depot. Jetzt haben wir hier zwei, drei Milchfahrzeuge. Schick den auch zum Depot. Ja. Jetzt können auf jeden Fall die Busse wieder durchfahren. Was macht der da? Der fährt ein bisschen falsch, kann das sein? Die fahren ja wieder mit den Zuckerrüben hier weiter, oder was? Warum fahren die da hin? Da ist auch gar keine Haltestelle. Weizen, Weizen, Weizen. Fahrplan. Döbeln, Südostwald. Döbeln, Stadt. Die fahren permanent ständig hin und her, vollgeladen. Kann das sein? Okay. Das bedeutet, Döbeln, Südostwall, Döbeln, Stadt. Linie ändern. Und das muss dahin. Und dann müssen wir den Hafen wegnehmen. Und zwar den da, ne? Ja, dann passt's. Dann sollte das funktionieren mit den LKWs, aber dann haben wir auch gleich wieder drei mehr auf der Strecke, ne? Aber so kann es nur funktionieren. Lass mal schneller laufen, bis die da sind. Und dann stehen die gleich da in der Schlange, ne? Weil irgendwie funktioniert das hier auch nicht so ganz mit dem Hafen. Beziehungsweise Transportstätten. Warte mal, lass mal hier noch. Den nehmen. Mach den da. Das ist ein Enthaltepunkt. Okay, dann brauchen wir den.
Machen wir mal so. Den da in der Mitte nehmen wir wieder weg. Dann bleibt das ja einer. Aber na, da fährt keiner hin, weil da die Schilder stehen. Alles klar, ne? Hm. Aber wir können mal gerade die drei, die wir gerade hatten, dorthin schicken. Genau, Linie ändern. Hinzufügen. Und den halt. Ne, der halt. Den löschen wir raus. So, dann sollten die auch besser dahin kommen, oder? So, jetzt nochmal schneller laufen lassen und gucken, dass die kommen. Wo waren die denn hingefahren? Gute Frage, ne? Jetzt haben wir nochmal. Ach, die stehen im nächsten Stau, alles klar. Da können wir lange warten. Was ist jetzt hier für ein Problem? Die warten bei der Zuckerrüben oder was? Falsche Taste. Ja. Das weglassen. Schickt ihn zum Depot. Jetzt fährt da nur einer rein. Genau, die kommen hier lang. Und ja. Die Haltestelle ist einfach zu klein, ne? Schickt ihn auch zum Depot und fertig. So, dann können die anderen wieder durch. Das waren die Zuckerrüben, dann der Zucker, der weggebracht wird, ne? Wo fahren die jetzt? Der Zuckerrüben, der blaue, ne? Und diese hier, fahren die unten lang? Ja. Die fahren hier unten hin, alles klar. Gut, dann ist der Fehler auch ausgemerzt, wenn denn da einer ist. Weil die anderen waren noch leer und die müssten von drüben was bekommen. Aber drüben kommt nichts her. Weil was? Weil die Schiffe hier stehen und nicht beladen werden. Oh, ich hab's mit der 5 in der Mitte, ne? So. Ja, viel zu viele Schiffe stehen jetzt hier. Lass mal gerade überlegen. Was da? Ne, das waren doch Schiffe nur für Südfrüchte, ne? Aber die kommen auch nicht gefahren. Ja. Ja. Da fehlen noch 100 Paletten und dann bedeutet das gleichzeitig wieder, dass der hier, der Markt, keine Südfrüchte mehr möchte, ne? Ja, wir sind reichlich da. So sieht's aus. Dann ist das so gerade, ne? Können wir nicht ändern. Wenn der Markt gesättigt ist, ist er gesättigt. Dann läuft da nichts mehr. Gut, okay. Aber ich sehe, die Folge ist schon wieder lang genug. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.